Hi-ho und willkommen zu einer neuen Runde Final Fantasy 9. Ich habe mich extra mal hier abgestellt, nachdem ich im Chocobo-Wald versucht habe, ein bisschen was zu finden und wieder nicht der Rackwurz. Ist ja unmöglich. Ja, und da ist mir aufgefallen, ja, ich kann immer noch nichts im Chocobo-Wald finden. Aber dafür habe ich in der Lagune alles gefunden. Das ist doch immerhin eine kleine freudige Sache. Und jetzt haben wir was für Gegner? Das einzige, wofür mir die Gegner hier gerade dienen, sind die Ability Points, die der ein oder andere ja aus meinem Team noch braucht. Dann gehen wir jetzt erstmal schnell die Kuponis noch ab. Das ging ja schnell. Ich habe im letzten Part auch nicht trainiert, wie man sieht oder sowas. Ich habe da glaube ich nur 2-3 Gegner mal platt gemacht, aber... Voll geil, dass die jetzt schon ein paar Abilities erlernt haben. Den Spangenhelm kann sie sogar behalten. Der Edelfäustling ist gut genug. Und Dösen fehlt ihr dann nur noch. Und er kann da jetzt endlich was Neues haben. So, und bei ihm ist sogar Vollmond richtig geil. Deswegen lasse ich ihn das jetzt gleich als allererstes erlernen. Finn, runter da! Finn! Dankeschön. Sorry, Kater, wieder auf Abwägen. Auf zum Ogri mit der Kugel durch. Und dann müssten wir eigentlich in diesem Part ein paar Schätze ausheben, weil ich komme tatsächlich, wenn ich es richtig gesehen habe, an alle drei Karten ran. Auch an die, die ich im letzten Part nicht unbedingt gedacht hätte, dass ich da noch rankomme, aber naja, läuft. So, Danin, kill ihn mal, kill ihn. Ah, leider konnte man ja in Estogasa auch nicht wirklich viele neue Waffen kaufen. Das ist ein bisschen schade, weil ich hätte mich schon ein bisschen darauf gefreut, auf vernünftige neue Ausrüstung für den einen oder anderen. Weil das Korallschwert ist jetzt nicht so die übelste neue Scheiße. Wenn man bedenkt, dass ich das bekommen habe, als ich zum Dorf der Schwarzmagie gegangen bin. Burschen also her! Nicht so ganz up to date, aber egal. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich vom Mugri bekomme. Vielleicht bekomme ich ja von dem irgendwas für die Ausrüstung. Das wäre ja ultra geil. Komm schon! Aber an irgendwen musste ich, glaube ich, doch noch einen Brief abgeben. Oder habe ich das schon erledigt? Guck mal, jetzt haben sie sogar 2 Mugris. Hier, bitteschön. Uriel, nicht das Schlechteste. Sie hat 2 Mugris. Ich glaube, die können bis zu 3 Kinder bekommen, wenn man es richtig anstellt mit der Kuponus. Moguline, Mognet, nichts lesen. Wenn ich hier hochkletter, könnte ich nochmal gegen den Tatzelwurm kämpfen. Da habe ich auch gar keine Lust drauf. Das reizt mich mal so gar nicht. Nein. Es gibt natürlich so Hardcore-Freaks, die so Speedruns machen oder Challenges mit keinem einzigen Level up. Und das Spiel durchspielen, die schaffen es dann tatsächlich auch, den Tatzelwurm platt zu machen, mit einer besonderen Taktik und den richtigen Abilities. Aber nee, es ist nichts für mich. Es ist nichts für mich. Nein. Wobei ich mich frage, wie machen die das eigentlich mit den Abilities, wenn die gar keine Ability ab dann erlernen und überhaupt Abilities bekommen? So, Rackwurz bitte. Vielleicht, komm schon. Rackwurz. Den habe ich nämlich offscreen auch nicht gemacht, weil ich mir dachte, ach komm. Irgendwann taucht er schon auf, aber wie man sieht und hört, leider doch nicht. Reizt mich. Oder ich muss ihn erst einmal auf jeden Kontinent erwischt haben, oder der Rackwurz springt tatsächlich von Kontinent zu Kontinent. Ich hatte ihn das letzte Mal auf dem äußeren Kontinent. Das heißt, jetzt müsste ich auf den nächsten. Das wäre ja ultra ätzend. Egal. Wir haben die Kuponus abgegeben, wir haben ein weiteres Uriel bekommen. Was mich so halbwegs freut, weil dann muss ich es nicht nochmal neu schmieden. Dann müssen wir jetzt zur blauen Narzisse und dann werde ich die restlichen Karten holen. So, steig mal ab. Und zwar so, jetzt war ich natürlich ganz klug und habe die Choco-Karte gar nicht erst ausgerüstet, weil ich ja so klug bin. Aber jetzt muss ich gerade mal schauen.
Ich hole mir einfach erstmal das mit der langen Sandbank. Hier ist übrigens eine Stadt, genau hier auf der Insel. Und hier ist auch irgendwo eine Karte. Und zwar hier irgendwo ist dann die Karte. Dann kann ich mir doch eigentlich die gleich mal schnappen, oder? Oder ich gehe erstmal hoch und hole mir die, wo ich zu 100%ig weiß, wo ich sie herbekomme. Ist das schön. So, war hier jetzt Mogri-Fußspuren drauf? Mogri-Fußspuren, genau. Ich will auf dem Mogri reiten, nicht auf dem Chocobo. Chocobos sind doch so oldschool. So, aber hier ist die lange Sandbank, aber da ist leider kein Chocobo drauf. Wie komme ich denn da hin nochmal? Ja, so weit hochfahren brauche ich nicht. Oh, das ist ja schon wieder ein Aufwand. Doch, da sind Chocobo-Spuren. Sei Dank. Piu. Geschafft. Und überlebt. Ja, wie man sieht, ich habe wieder mal einiges an Gitzerkraut und so bekommen. So, und zwar war das ein bisschen Eiswasser. Das ist oben einer langen Sandbank. So, das ist nämlich die hier. Das ist nämlich die längste Sandbank, die man hier finden kann, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nur habe ich keine Ahnung mehr, wo ich dann das Zeug finde, genau. Ich weiß nur, dass es hier halt in der Nähe war. In der Nähe der langen Sandbank. Vielleicht muss ich auch hier hoch. Hä? Ach so. Es ist, glaube ich, hier da drüben ist es. Glaube ich. Da war ich aber schon mal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Uje, uje Mini. Komme ich da jetzt überhaupt rüber? Ach, warte mal, ich könnte ja kurz schauen nach den anderen Karten. Ein bisschen Eiswasser, das ist weiter nördlich. Fremdes Land, da komme ich ja noch nicht hin. Trockene Insel. Auf der südlichen Halbinsel auf dem äußeren Kontinent. Das ist also auch hier weiter rechts. Und der Atoll des Morgens. Die Stadt der Spieler ist die ganze in der Nähe. Die kann ich nämlich auch finden. Ich muss jetzt einfach mal zwischendurch hacken. Wobei ich fast der Meinung bin, dass es hier auf der Seite war. Also, dass ich dann so herumdrehe, weil hier, guck mal, da habe ich da teilweise das Grün, aber nee, es passt ja gar nicht. Nein! Ich werde mich doch nicht vertan haben, oder ist es... Ach nee, hier auf der anderen Seite ist es bestimmt. Weil hier passt es nämlich auch mit dem Grün, was... Ja! Was ich da auf der Fläche sehe, passt es mit dem Grün dann noch überein. Aha! Auf einen Schatz gestoßen, wir haben doch noch was gefunden. Das erst nach 8 Minuten. 37 Potion, 6 Talisman, eine Stahlrüstung und ein Gaia-Kittel. Wow! Geil. So, hier komme ich nicht weiter runter, das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Wie geil ist das denn? Wo war's? Hier, Atoll des Morgens. Da schaue ich jetzt nach, weil die müsste ich auch schon bekommen. Die Stadt der Spieler ist hier ganz in der Nähe und es ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, Daguero und nicht Treno, weil Treno ist ja die Stadt der Adligen und nicht die Stadt der Spieler. Na toll. Gaia-Kittel und Stahlrüstung. Sobald ich mit jemandem lang gehen kann, probiere ich das erstmal an. Das ist ja mal richtig geil. Richtig schöne, nette E-Teams. Richtig geile E-Teams habe ich gefunden. Richtig geile E-Teams. So, was steckt denn im Gaia-Kittel drin? Insomnia, Vollmond, Esprit. Ist ja mal nicht so. Oh, aber eine gute Abwehr hat's. So, da ist auch schon alles drin. Und ganz ehrlich, Diana könnte es am ehesten gebrauchen. Dani kriegt jetzt am besten mal die Stahlrüstung. Die sind beide ja scheiße in der Verteidigung. Was soll denn das? Ja gut, wobei.
er auch noch nicht den besten Armreif trägt, aber trotzdem. Ist ja bescheuert, aber dann kann sie jetzt schon mal was anderes als den Diamanten nehmen. Wilhelm Tell, ja, gar nicht mal so verkehrt. So. Und Gerna bekommt jetzt erstmal den Gaia-Kitten, damit sie nicht ganz so schwach auf der Brust ist. So, und dann schauen wir mal, ob ich von hier aus schon weit genug runterkomme, um an den Atoll des Morgens ranzukommen. Ich glaube aber fast nicht, oder? Doch, hier komme ich rum. Aber ich weiß nicht, ich weiß ums Verrecken nicht, was die Karte da anzeigt. Muss ja eigentlich... Muss ja was hier von dem großen Berg sein, aber von welcher Seite aus? Weil das hier kann ich mir nicht vorstellen, weil da fehlt hier nämlich das Stück Land. Das heißt auf die andere Seite. Fuck, da komme ich glaube ich gar nicht von hier aus hin, oder? Da muss ich da rüber. Wie komme ich denn da rüber? Shit. Oder von einer Insel weiter unten. Nein! Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich da hinkomme. Verdammt! So. Jetzt Lucky Lucky, ne? Lucky Lucky. Oder ist es nicht das hier? Guck mal, es ist viel zu weit weg. Das heißt, es könnte direkt die andere Seite sein, aber da sehe ich jetzt drauf auch kein Wald, sondern nur eben das Gestein. Hä? Nee, Moment, das ist... Nee, das ist es ja auch nicht. Das ist äußerst seltsam. Die Stadt der Spieler soll hier ganz in der Nähe sein. Das ist definitiv hier. Aber, ah, hier ist die Seite. Das hier ist sie. Nee, aber es ist nicht dunkel. Nee, muss es ja auch nicht. Nee, es ist es auch nicht. Hä? Ich bin total verwirrt. Die Stadt der Spieler soll hier ganz in der Nähe sein. Treno kann ja auch nicht sein. Es liegt ja mitten da auf dem... Oder ist es doch Treno? Lass mich mal schauen. Oh je, dann wird der Part jetzt doch viel mehr daraus bestehen, durch die Gegend zu gucken und die eine Karte hier zu finden. Ich dachte, das wäre jetzt nicht so schwer, aber... Das muss doch die Nähe von Daguero sein. Ich werde doch... Das gibt's doch nicht. Oh, das Spiel ist schon wieder viel zu weit oben. Nee, 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 nee. Daguero liegt, wenn dann... Daguero nochmal. Wo kann ich denn nochmal auf die... Nein, jetzt bin ich aufs Schiff gegangen. Nein, 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 nein. Lass mich. Ich will doch nur weiterfahren. Kann ich aber mal die Karte ganz groß machen vielleicht. So, wo liegt Treno? Hafen Lindblums. Lindblum. Erddrachentor. Dann ist das hier Treno. Scheiße, dann kann es doch hier sein. Weil guck mal, das hier, die Ecke hier sieht so ähnlich aus. Verdammt. Ja, la, la, Jolo, ist doch egal. Ist Treno doch die Stadt der Spieler? Hm. Leckt sie mich doch am Popo. Das ist es. Das hier ist es. Och, Mensch. Du Spiel, du machst mich fertig. So, wo ist der nächste Chocobo? Hier im Chocobo-Wald. So, sind hier auch noch Spuren? Nee, muss tatsächlich ganz rumfahren. Oh nein, ist das
ätzend. Ah, wieso? Ich war so fest davon überzeugt, dass Daguero gemeint haben, aber nee, Daguero ist ja auch nicht die Stadt des Spielers, ist glaube ich die Stadt der Gelehrten, kann das sein? Das ist ja auch egal. Wir werden es erst viel, viel später herausfinden. Vor allen Dingen viel, viel später, wenn ich denn mal irgendwann hier weg sein sollte. Wenn es doch nicht ist, fresse ich einen Besen. Hä? Schauen wir uns das Ganze doch mal vernünftig an. So. Hier habe ich nämlich auch noch eine kleine Insel. Das heißt, es könnte... Sag ich doch. Es ist hier! Muss ich halt nur herausfinden, wo genau. Also auf der Seite auf gar keinen Fall. Normalerweise ist es ja immer relativ mittig. Aha! So ein Dreck! Wie konnte ich mich denn so irren? Oh. Merkwürdiger Rauch steckt auf. Ich werde irgendwie müde. Oh nein! Oh, dann kann ich mir gleich die nächste Karte holen. Wuhu! Jawoll, geil. Du, der seine Heimat sucht. Wir erwarten deine Heimkehr. Oh, Choco, du hast die Fähigkeit erhalten, Berge zu erklimmen. Deine sicheren Schritte werden dich in deine Heimat führen. Ich erwarte dich. Ja! Danke jetzt wieder. Dankeschön. Geile Sache. Das wird doch ein Spaß. Geile Sache. Ja, er ist rot und seht ihr, Oh, ist das geil! Nicht nur, dass ich jederzeit noch Reno kann, ich kann jetzt auch endlich darunter an die Stelle, wo ich vorher nicht hingekommen bin. Und das ist nämlich fremdes Land. Zack! Und wisst ihr was? Hier war doch auch ein Tor und da gehe ich sogar zuerst mal hin, weil ich nicht mehr sicher bin. Doch, stimmt. Da komme ich ja nur auf diesem Wege hin. Und hier ist ein Mogri. Ich fresse einen Besen. Cool, Mosko. Bisher empfangene Briefe. Geil. Du warst also die ganze Zeit über hier, du Pappnase. Da ist noch eine Truhe. Jetzt könnte es sein, dass ich da durchkomme. Wow, Elixier, Elixier. Was finde ich denn hier noch alles? Bestimmt nochmal ein Elixier. Nein, Gil ohne Ende. Komme ich da jetzt durch? Nee. Okay, Moskau war doch, glaube ich, der, den ich getroffen habe, kurz nachdem das Theaterschiff abgestürzt ist. Glaube ich zumindest. Oh, voll geil. So geil. So, jetzt kann ich hier so den nächsten Schatz heben. Hui. Haha! Antidot langweilig. Ja, drei. Dunkelschweif. Und eine Frachtschiffkarte. Ernsthaft? Aber die Jadereif ist ganz cool. Ach, das ist der. Das ist auch der verwunschene Wald. Ne, selbst da kann ich jetzt rüberlatschen. Alles klar. Und ich kann natürlich jetzt jederzeit nach Alexandria mit dem Chocobo. Und ich kann hier oben rumlaufen. Das ist sowieso ganz interessant. Oh, Alexandria sieht ziemlich zermartert aus. Naja. Gibt es hier sonst noch irgendwo Stellen, wo ich noch nicht war, wo ich hin sollte? Nee, ich glaube nichts Wichtiges zumindest. Hier oben komme ich... Nee, hier oben komme ich gar nicht raus, wenn ich durch die Gizamalukus-Grotte gehe. Wo bin ich denn hier? Bin hier völlig woanders. Geil. Ach ja, ist doch cool. Und hier oben komme ich auch erst jetzt hin.
Guck mal, die ganzen Abschnitte hier. Wenn da nur irgendwas wäre, aber... Ja. Ist es halt leider nicht. Okay, jetzt muss ich zur blauen Narzisse nach Möglichkeit wieder zurück, aber... Achso, nee, warte mal. Jetzt bin ich in der Richtung von der Gizamalukus-Grotte. Das heißt, ich laufe jetzt mal straight hier durch zur blauen Narzisse, damit wir den letzten Schatz heben können. Oh, ist das geil. Ich muss nirgendwo mehr durch. Ah, das tut es gut. Könnt ihr mal die Karte wenigstens schon mal ausrüsten? Einsame Sandbank, Eiswasser. Südliche Halbinsel. Die kann ich beide mir noch holen. Will ich das in diesem Part sogar noch? Mal schauen. Achso, warte mal, hier. Da steht sie ja. Hallo, Narzisschen. Okay, Eiswasserplansch. Machen wir das mal. Natürlich Trick 17 mit Selbstüberlistung. Wir fahren einmal quer über die Landkarte. Das ist, glaube ich, nämlich der schnellste Weg. Ach ja. Schneller! So, also Eiswasser. Jetzt muss ich halt mal schauen. Also das hier ist der gefrorene Kontinent, wenn ich es jetzt nochmal richtig im Kopf hatte. So. Und irgendwo hier müsste dann eine normale Insel sein, glaube ich. Die hier unten, wo ich gerade drauf zusteuere. Ja! Kann ich da überhaupt schon hin? Das wäre nice, wenn ich da schon anlegen könnte irgendwo. Oder muss ich vom Eis... Eisbiom hätte ich jetzt was gesagt. Oder muss ich hier vom Eisland aus darüber laufen? Guck mal, hier geht seichtes Wasser lang. Tatsache, muss von hier aus rüberlaufen. Interesting. So, wo waren denn hier nochmal die Choco? Da waren die Choco-Spuren. Ich meine, hier sind die Gegner nicht übermäßig stark, die dürfte ich auch so platt bekommen, aber Dani und Belias sind dann doch ein bisschen arg schwach auf der Brust. Da traue ich mich dann nicht ganz daran. Okay, der Schatz müsste da direkt in der Kuhle von der Insel liegen. Oder auf der Seite hier, schau mal. Naja, es wäre auch zu viel von dann gewesen. Das wäre übel, wenn es da drauf wäre. Dann komme ich ja erst keine Ahnung wann dran. So. Jawoll! Gib mir mehr! Zerkraut, Ether, High Potion, Drachentatze. Wow. Das ist eine Waffe für Steffen. So, trockene Insel. Mal sehen, ob wir die auch noch hinkriegen. Dazu müsste ich darüber laufen. Also laufen eher weniger, aber. Komme ich da hin? Ah, geht bestimmt. Auf einer südlichen Halbinsel, oder was stand da nochmal? Müssen wir nochmal schnell durchlesen. Auf der südlichen Halbinsel auf dem äußeren Kontinent. Südliche Halbinsel kann eigentlich nur das ganz lange Ding da rechts sein. Na, schauen wir uns gleich mal an. Wie kommt Choco eigentlich immer von Kontinent zu Kontinent? Bisschen komisch. Achso, ich wollte ja eigentlich den Jadereif auch schon mal schauen, ob ich den ausrüsten kann. Verdammt! Wir fahren mal... Nee, gegen die Insel wollte ich jetzt eigentlich nicht fahren. Das könnte aber auch hier sein. Aber die liegt ja nicht südlich, die liegt ja fernab östlich. Nee, und haut auch von der Geografie überhaupt nicht hin. Das hier könnte eher noch sein. Ja doch, das ist es. Dies ist es, weil so herum. Und dann haben wir es schon. Cool. So, wie komme ich da jetzt hin? Also hier ist überall seichtes Wasser. Das heißt, ich muss hier anlegen und nach Chocobo-Spuren suchen. Und dann kann ich gleich mal nach dem Jadereif schauen, falls es überhaupt was ist, wo ich es ausrüsten kann.
Jadereif, Jadereif. Nee, ist doch nichts. Was ist denn der Jadereif? Ist es wieder nur was zum Werfen, oder? Das wäre ja äußerst traurig. Ja, ja, irgendwann haben wir schon unten dann. Uriel, Drachentatze und Jadereif ist hier gar nicht mit aufgeführt. Shit. Das ist aber nichts Wertvolles, oder? Nee. Ah, kacke. Aber Drachentatze ist richtig cool. So, und wo haben wir den Jadereif? Schade, dass keine Suchenfunktion hier habe. Da ist der Jadereif. Ach, der Jadereif. Ach, na klar, bin ich bescheuert. Was kann der denn? Reflexe gehen auf Null, aber der Zauber, die Reflexe gehen extrem hoch. Finde ich jetzt gar nicht mal so scheiße, vor allen Dingen die Zauberabwehr steigt dadurch hervorragend. Das mache ich doch. Das mache ich doch locker. So, und da haben wir schon Chocobo-Spuren. Ach, wie nett. Gleich so schön platziert. Dann könnte ich eigentlich mal mit Choco den Kontinent erkunden. Weil hier muss ich ja auch noch irgendwo in die Nähe von Madainsari hin. Naja gut, aber das hat dann im nächsten Part Zeit. Jetzt haben wir ja doch recht flott die Schätze gefunden. Bin ganz stolz auf mich. Ha! So, was haben wir jetzt hier drin? Bitte kein Dunst schon wieder. Goldnadel, Ether, Federstiefel, nett. Kein Zahnreif. Was macht der? Ich hab kein Zahnreif und da schau ich nach. So, Quatsch. Der müsste sogar sehr gut sein. Wasser ist drinne. Boah, geil, da kann Vivi endlich Wasser lernen. Wow, ist das nicht eigentlich eher so ein Basic-Zauber? Boah, geil. Geil, geil, geil. Da freue ich mich schon drauf, wenn er das hat. Dann kann er endlich Wasser zaubern. Das wird so geil. So, und jetzt schauen wir mal kurz, ob ich mit dem Chocobo hier schon... Kann ich hier rüberlaufen? Tatsache! Boah, ist das geil! So, da ist Condeia Pater. Das heißt, ich müsste auf die andere Seite. Und es ist ja kein Problem mit diesem Chocobo. Juhu! Juhu! Und dann wollte ich jetzt mal schauen, ob ich da auf die eine Stelle jetzt rüberkomme oder... Nee, es ist tatsächlich eine separate... Insel. Komme ich da jetzt drauf oder nicht? Oder ist es hier auf der anderen Seite? Nee, Quatsch. Hier, da muss ich doch hin, oder? Nee, das da ist da. Hä? Ich bin verwirrt. Oder ist es tatsächlich die Insel da unten links? Nur mal kurz gucken, weil ich der Meinung war... Ah! Nee, hier. Hä? Nee, hier bin ich ja komplett falsch. Nee, hier wollte ich noch nicht hin. Hups. Ja, hups. Ja, das ist mir jetzt aber unangenehm. Aber wo ist dann. Das ist ja die Insel mit Madainsari. Nee, es ist nicht die Insel mit Madainsari. Was laber ich denn für einen Scheiß? Ist hier wenigstens ein Strand? Komm schon. Ah, da kann ich, glaube ich, eh noch nichts machen auf der Insel. Kacke. Aber merkt euch diese Insel. Ganz, ganz wichtig. Ja, und dann will ich jetzt, glaube ich, mal hier eine Karte ansetzen. Wird aber mich schon mal so platzieren, dass ich es nicht so weit habe, weil im nächsten Teil kann ich dann eigentlich schon wieder ins Dorf der Schwarzmagier, beziehungsweise erstmal viel wichtiger, Frösche fangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.